Die chinesischen Wohnmobile überrennen Deutschland. Ja, sie kommen auf den Karawansalon und hier sieht man sie im strömenden Regen. Sie sind auf eigener Achse unterwegs von China über Russland, über Weißrussland, über Lettland, Moldawien, wo auch immer, Litauen, keine Ahnung, wo sie langfahren. Auf jeden Fall sind sie oben über die Nordtour gekommen. Das ist dann wahrscheinlich Litauen, Lettland die Ecke und dürften jetzt mittlerweile schon in Polen sein und am Montag oder Dienstag in Düsseldorf eintreffen. Und das ist natürlich immer eine Riesenshow. Nicht nur natürlich für Deutschland oder für Europa, sondern auch in China werden die gefeiert wie Volkshelden, weil sie eben auf eigener Achse zu einer Messe fahren mit Wagen und da natürlich einige Sachen ausprobieren. Ihr habt gerade eben gesehen, im strömenden Regen ist das Ganze unterwegs. Und auch so ein Hochdruckreiniger, der wird ja mal getestet, was übrigens für die chinesischen Wohnmobile überhaupt kein Thema ist. Also sie haben die ganzen Geschichten so getestet, dass sie also wirklich im strömenden Regen funktionieren. Sie müssen auch mal getankt werden. Und gleich werden wir sehen, es gibt eine große Tour dann durch Weißrussland. Und die ganze Tour haben sie dann gefilmt und das Ganze dann nochmal ins Netz gestellt und wir sind mal sehr gespannt. Das sind genau die Wohnmobile, die dann auf dem Caravan-Salon in Düsseldorf stehen werden. Ja, zusammen mit Karl Schlössel, der hat mir die Bilder geschickt von La Marca, sind wir immer wieder dabei, darüber zu berichten. Es geht jetzt nicht darum, den deutschen Herstellern irgendwie Angst zu machen. Es geht um ganz neue Denkansätze. Also ihr wisst ja selber, dass die meisten deutschen Hersteller beim Thema Slide-Out draußen sind. Dann werden oft die Argumente natürlich gebracht, Slide-Outs sind undicht, das funktioniert nicht gut. Ja, das stimmt. Wenn man das Thema Slide-Out anders denkt, also einfacher denkt, vielleicht mit Zahnrad und so weiter und so fort, dann könnte es zu Problemen kommen. Aber die Chinesen bauen das ja in Tausenden. Der Hintergrund ist, dass diese Fahrzeuge in China bis 6 Meter Länge, egal wie schwer sie sind, mit dem normalen Autoführerschein gefahren werden dürfen. Oh, hier hat er uns gerade überholt im Überholverbot, aber das dürfte in Weißrussland jetzt nicht das große Thema sein. Und ja, hier siehst du die Fahrt durch Russland mit einem Konvoi, wo die unterwegs sind und da natürlich für eine riesen Aufmerksamkeit auch für die lokale Presse sorgen. Das Thema Karawansalon ist übrigens nicht das Ende. Es geht anschließend über das Nordkap wieder zurück, das heißt eine Riesentour, bei denen die Fahrzeuge natürlich nicht anschließend verschifft werden, sondern wieder auf eigener Achse zurückfahren nach China. Ja, große Diskussion, wie wird der Name China richtig ausgesprochen? Ich habe das nur so gelernt, bei uns im Südwesten sagt man China und ich weiß aber, einige sagen China oder auch China. Also für mich klingt das ganz normal, ihr könnt ja nochmal in die Kommentare reinschreiben. Das ist übrigens das Carbon-Modell, auf das der Karl Schlössel von La Marca sogar schon Leute gehabt hat, die gesagt haben, ich überweise sofort 30.000 Euro, wenn ich sie jetzt gleich bekomme und die Bestellung dann jeweils rausgeben kann. Wir reden über ein Fahrzeug mit Riesenzuladung, 48 Volt Technik, haben wir ein eigenes Video zu gemacht mit dem Innenraum, wo ihr sehen könnt, wie das Ganze dann ausgebildet wird. Wichtig finde ich auch, solche wirklich Alltagstests zu machen. Die Rüttelstrecken in China übrigens so, da würde ich jetzt mit dem Vario nicht zwingend schnell drüber fahren, aber ich glaube, dass das ein oder andere Wohnmobil dann dort an seine Grenzen kommt. Auch das Thema Bodenfreiheit ist ein Thema und Dichtigkeit. Das Ganze wird getestet, Werkstattwagen sind mit dabei. Es geht ja nicht darum, irgendwas nachzubauen in einer einfachen Holzkonstruktionsweise, sondern eigene Sandwich-Paneele zu entwickeln, eigene 48-Volt-Systeme zu entwickeln, Klimaanlagen, Split-Klimaanlagen einzubauen, also keine Dachklimaanlagen, sondern Klimaanlagen, die sehr, sehr effizient und leise sind, wie man die auch zu Hause, ihr kennt ja immer die Dachklimaanlagen, bringen die Kälte immer nur an eine bestimmte Stelle hin. Da will man es da nicht kalt haben, da nicht kalt haben. Es geht um eine gleichmäßige Luftverteilung. Und ihr könnt euch ja vorstellen, sowas haben die Leute in Weißrussland noch nicht gesehen, was da gerade passiert. Ein großer Konvoi fährt mal einfach mal so durch, bleibt immer wieder stehen. Und ihr könnt es auf der Rückseite dann auch erkennen, das ist die ganze Tour von China in Richtung Düsseldorf auf den Karawansalon. Ja, Karl, wenn du das siehst und hörst,
Wir berichten drüber, aber liebe deutsche Hersteller, ich glaube, ihr müsst keine Angst haben, bis so ein Servicenetz mal in Deutschland aufgebaut wird. Maxus macht das ja gerade mit seinen kleinen LKWs. Das dauert. Und so ein Wohnmobil besteht natürlich aus einer ganz großen Anzahl von einzelnen Elementen. Die machst du nicht mal eben im Service. Das heißt, das Ganze muss aufgebaut werden. Da weiß auch Karl Schlössl von der Marke ein Lied von zu singen. Da werden diese Fahrzeuge übrigens dann zu sehen sein. Es kann sein, dass das eine oder andere Reisemobil denn auch hier bleibt. Genauigkeiten erfahre ich aber erst auf dem Caravan-Salon. Und Karl wird mich da auf dem Laufenden halten. Also was mit dem Verbleib der Fahrzeuge dann hier in Deutschland. Ja, Full LED, auch das ist Standard, wie ihr seht. Sie haben bei den Basismodellen nicht gespart. Dieses grüne Fahrzeug, was ihr gesehen habt, das ist übrigens ein Modell speziell für den europäischen Markt. Dort wurde der Iveco Daily dann von Deutschland wirklich verbracht nach China und anschließend wurde das Fahrzeug umgebaut und befindet sich jetzt auf eigener Achse auf dem Rückweg in Richtung Düsseldorf. Ich bin mal sehr gespannt. Also wir haben noch nie so viel Resonanz gehabt auf ein Video in den letzten 6 Monaten wie auf unsere China-Videos. Und die Leute wollen sie wirklich anschauen und ich denke, dass der Caravan-Salon in Düsseldorf dort natürlich eine optimale Plattform bietet, um sich diese Wohnmobile aus der Volksrepublik China, diese Campervans, wirklich mal hautnah anzuschauen und sich ein eigenes Bild davon zu machen. Was ist da eingebaut? Wie funktioniert das mit der 48-Volt-Technik? Was haben die da für Lithium-Batterien eingebaut? Wie ist das mit der ganzen Haushaltstechnik, die eingebaut wurde? Dort sind ja Smart-Home-Systeme in jedem Gerät verbaut, Waschmaschinen verbaut, mit Trocknungsfunktionen, natürlich eine Spülmaschine, Split-Klimaanlage habe ich eben schon erwähnt, riesige Fernseher, die ja nicht nur da so ein bisschen reingezimmert sind, sondern wirklich perfekt in den Raum eingebracht wurden. Zum Beispiel bei den Alkoven-Modellen sind alle Fernseher unter dem Alkoven drunter, der hochgeklappt werden kann, sodass, wenn man den Alkoven jetzt nicht benutzt, man einen, ich glaube, 50 Zoll Fernseher einfach von oben rausklappen kann und das Ganze dann benutzen kann. Spannend wird das Ganze natürlich mit dem Thema Lieferbarkeit. Da kann aber eher Karl Schlössl von der Marke was sagen. Ab wann werden sie lieferbar sein? Welche Modelle wird es geben? Wie heißen die Modelle? Und so weiter und so fort. Also all das werden wir dann erfahren, was es damit auf sich hat. Ja, ich lasse euch jetzt mal mit den Bildern noch mal ein bisschen allein. Und wir gehen jetzt auf die Gamescom in Köln und filmen dort noch ein bisschen. Aber ich habe euch ja versprochen, wir halten euch auf dem Laufenden bei der Fahrt jetzt. Diesmal, Bilder sind jetzt 4 oder 5 Tage alt, durch Weißrussland und anschließend durch die baltischen Staaten. Da bekommen wir aber jetzt das Material erst in Kürze übersandt. Ja, vielen Dank. Abonniert German Television. Mehr Informationen dann bei La Marca und Karl Schlössl. Tschüss.